Heute war bei uns wieder ein Low-Carb-Tag. Den Anfang mit dieser Ernährungsumstellung hat eigentlich mein Sohn begonnen. Für seinen Muskelaufbau hat er einen Ernährungsplan erhalten und dort sind Low-Carb-Tage integriert. Ja, und als liebevolle Mutti versuche ich das natürlich auch schmackhaft umzusetzen. Eine der heutigen Mahlzeiten war also solch ein Omelette. Die angegebenen Zutaten sind für zwei Mahlzeiten ausgelegt. Dies ist heute wieder ein Halb- und Halbgericht, also ein Rezept, das zur Hälfte in der Cook for Me zubereitet wird. Über die Zutatenliste Obst und Gemüse war ich auf der Suche nach Kohlrabi. Dieser war nicht aufgeführt und so habe ich mich dann ja, für Karotten, also für Möhren entschieden. Und habe mich dann durch das Programm führen lassen, allerdings mit verkürzter Zeiteinstellung. Die vorinstallierte Zeit habe ich reduziert, da für dieses Omelett das Gemüse noch bissfest sein sollte. In der Zwischenzeit werden Eier, Sojasahne und Mineralwasser miteinander verquirlt. Nach eigenem Gusto kann diese Eiermasse nun noch gewürzt werden. Somit ist auch schon der Einsatz der Cook for Me beendet. Das Kokosfett wird in einer Pfanne erhitzt und das bereits gegarte Gemüse wird darin angebraten. Anschließend wird die Eiermasse darüber gegossen. Ja, und das Omelett wird nun auf einer Seite durchgegart. Mit Hilfe eines Tellers lässt sich dieses Omelett ganz gut wenden, sodass beide Seiten gut durchgebraten sind. Klar braucht man für die Umsetzung dieses Rezeptes nicht unbedingt die Cook for Me, aber wenn man sie hat, macht es auch Spaß, viele Rezepte halb und halb oder ganz darin umzusetzen. Jeden Sonntag zeige ich Rezepte von Freunden und aus der Familie, klassisch und manchmal auch modern umgesetzt.
Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich Rezepte umsetze à la Cook for You and Cook for Me mit Jana. Liebe Grüße, eure Jana.